Okay, wir mussten kurz neu starten. Aus Gründen von einem Bug, den ihr bei mir gesehen habt. Du lenkst dich schön ab. Sehr gut. So, auf 3. In der Luft will ich sehen, dass du das Teil zerfällst. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, wie die fliegt. Die ist sehr kurz geflogen. Vor allem, es macht so ein Wumms und ich stehe einfach daneben und krieg nichts ab. Mann, kannst du den Bug nicht alleine wegheben? Doch. Aber ich will dich mit beanspruchen. Zumal ich dir jetzt helfe, ja, dass du durchkommst. Weil du ein Schwächling bist. Ach guck mal, das Haus kennen wir doch. Müssen wir vorhin? Er stirbt einfach nicht, der Typ. Ich weiß nicht, ob wir vorhin müssen, aber... Ja, sieht danach aus. Es wäre cool, wenn du die vor mir hier wegmachst. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, ist alles okay. Der andere ist da jetzt. Ach, da hast hinten du auch nicht immer Ziele? Ja. Okay. Den letzten hatte ich zum Beispiel gerade nicht. Ich auch nicht. Oh, das Jagdgewehr ist auch kacke. Jetzt weißt du, wo ich gewechselt habe. Ja, besser als die Salve immer noch. Ich hätte doch die Maschinenpistole nehmen sollen. You think you just come into my fucking house? You think it's that easy to take out? Er bombt einfach sein eigenes Haus weg. Hey, du kannst dich doch einfach von hier oben wegballern. Kannst du den Schützen da oben mal kurz abknallen, bitte? Den musst du töten. Ich komm nicht ran. Meine Pump tötet ihn nicht. Ich bin nicht auf der falschen Seite, ich kam auch nicht an den Rand. Du bist aber schnell vorne gewesen, warst du gerade noch voll weit hinten? Ist klar. Kannst du mich auch einfach mal töten? Nein, ich will ihn leiden sehen. Leiden okay. Soll der Typ. Er hat mich auch leiden lassen. Wir sind eigentlich wegen Mord reingekommen, wa? Oh, unschuldig, jetzt sind wir wirklich Mörder. Als ob, er hätte uns beide locker abknallen können. So. Warte. Ja.
dann komm mal her, Schnucki. You really think you could get away? Did you? Take it easy. You got me. Why'd you do it? Leo, take it easy. Shut up! I trusted you, you piece of shit! Why the hell did you do it? Okay, look. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Move it. All right. Er hätte ja auch einfach die Kombination verraten können. Nein. Doch. Eigentlich sind wir gar nicht gegen den Diamanten da, sondern wegen ihm. Ja. Die Sache ist, wenn er uns die Kombination verrät, hätten wir einfach sein Haus abziehen können und hätten den Safe auch nutzen können. Ja, willst du in Mexiko leben? Ja. Okay. Guck dir sein Haus an. Oh oh. Ich hab so ein... Let him go. Put the fucking gun. Wo hat er die Pistole her? Wir warten safe drin? I will shoot him. Schön in die Halsschlagader. Sauberer Schuss, Alter. Er hat den Fuck, er lebt einfach noch. Ich geb ihm mehrere Headshots. Er ist jetzt ein bisschen unlogisch, oder? Wie er aussieht! Eigentlich dürfte er keinen Kopf mehr haben. Nein, eigentlich nicht. Er macht meinen Pool dreckig! Unser Pool. Ach ja, stimmt, wir haben uns hier geeinigt, unser Haus. Shit! More men are coming, we gotta go, come on! Geil! Damn! Leo, get on the mic! Oh oh. Warum kann ich nicht das Blaue nehmen? Ich wollte auch nicht mal das Rote. Lass schnell mal Kontrolle tauschen. Okay. Hier. Aber dann bin ich ja du. Das will ich nicht. Ja. Ich bin auch lieber ich. Mal gucken, ob wir fahren müssen. Ja, wahrscheinlich. Wir werden jetzt verfolgt. Dann stirbst du fast oder ich und dann retten wir uns wieder. Ich hab das Spiel schon geschaut. Mann, Mann, Mann. Oh, die Steuerung ist schrecklich. Jetzt weißt du, wie ich mich mit dem Auto gekillt habe. Vor allem er weicht automatisch aus, das ist richtig eklig. Da ist er wieder. Ja, danke! Bitteschön! Wurdest du auch schon getroffen? Nö. Okay, ich hab schon mal getroffen. Schon wieder. Kacke! Ich häng fest. Nein! Nein! Stirb nicht! Watch out! It's setting roadblock! Okay, I keep to the left! Alter! Aber ich treffe mich die ganze Zeit! Ja, treffen Sie mich auch. Ja, ich sterb. Was kannst du eigentlich? Wegen dir sind wir ja schon zum zweiten Mal gestorben. Mussten schon zum zweiten Mal wieder von vorne machen. Oh, okay, wir starten wir hinten. Ich häng schon wieder an derselben Stelle fest. Was kannst du überhaupt wegen dir? Musst du einfach zum dritten Mal neu starten.
Ja, sonst mussten wir davor immer nur wegen dir neu starten, also. Immer wegen mir. Zweimal. Immer wegen mir. So. Einfach langsamer durchfahren. Jo, jetzt denke ich das. Mann, immer wegen dir. Alter, mein Typ fährt einfach den Berg hoch und verkackt dann. Meiner bleibt einfach zwischen der Tonne Alter. GTA-Autos zu fahren ist da wesentlich einfacher. Ja. Alter, schon wieder! Ich sterbe. Ich sehe minimal nach links, er brettert richtig nach links, fliegt, fährt irgendwie Baumstämme, fliegt nach rechts hoch. Was kannst du eigentlich? Dann fahr einfach langsamer lang, hab ich auch gemacht. Ja, bin ich hier, hab ich ja. Topflat, hab ich da weggezogen. Ich gehe einfach komplett vom Gas, meiner steht immer fast. Hab's geschafft. Ja, gut! Ey, guck mal, so macht man mal cooles Zeug. Warum ja, überschlagen sich die Augen? Ja, das sah geil aus. Aber das haben wir beide gemacht. Du machst das Scheiße, ich werde nur gefahren. Ich werde dafür nicht mehr verfolgt. Ja, ich schon. Kannst du mir mal helfen? Nö. Ich sehe nicht mal mehr was. Looks like they stopped the shooting. They must be up to something. Keep going. Grenades incoming. Alter. Okay, ich habe gerade zweimal direkt Schaden genommen. Ja, ich sehe nichts mehr. Die fliegt mich genau die ganze Zeit in mich rein. Ja, bin mir auch. Den ist der auch wieder so? Nee. Ich sag doch einer von den Stück. Ja, ich bin gerade so ein bisschen schneller gekommen. Ich werde dich noch nicht verfolgt. Okay, hinter mir war angeblich ein Auto. Ja, das Auto ist die ganze Zeit hinter uns. Das ballert die ganze Zeit auf uns. Aber es hat nicht auf mich geschossen. So. Ja, schon wieder muss ich dir helfen. Boah, kann ich nicht Auto fahren? Wo hast du auf einmal die Waffe her? Mitgenommen. Ein Blick. Auch noch gefühlt. Ja, komisch. Keine Ahnung. Irgendwas ist vor uns, ich hab schon ein bisschen. Ja, das ist unser Flugzeug. Ich weiß nicht, ob das so schnell sein soll. Tschüss, Bruder. Jo! Genau! Mach ich auch immer. Ja, easy. Ich fahre immer so. Shit. Noch nie geübt, aber ich kann. So. Okay? Wer macht den geileren Fight? Du oder ich? Ich. Genau. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. Vincent, you're not gonna hear me say this often. But thanks. You too, Leo. Easy. Ja. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right, then.
vielleicht mal ein bisschen runterkommen mit von diesem Adrenalinspiegel. Nein. Eine Runde schlafen? Nein. Nicht mit diesem Adrenalinschub. Also ich hätte gewusst, was ich mache. Ja. Dich aus dem Flugzeug werfen. Ja. So, danke. Die ist bewusst, dass ich noch den Diamanten habe. Ist mir egal. Okay. Was mache ich eigentlich derweil? Mit Emily flirten? Du kackst. Du hast eine Frau und Kind. Ja und? Du kackst. Ah nee, du schläfst. Ja. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah. I'm fine. Leo. What? Yeah. You there yet? Yeah. Gar nicht. Voll die Lüge. In 10 Minuten hat sie gesagt. Ja. Ich fand es ja lustig, wenn sie eine Entscheidung geben würde, so, ja, willst du ihn wecken oder nicht? Vielleicht kommt ja noch was. Ich denke. So nach dem Motto, ob du mich verrätst oder ob einer von uns den anderen jeweils verraten will oder so. Ich. Emily verrät uns. Ja. Wobei sie ja eigentlich mit dran ist. Ja. Für Beihilfe zum Mord. Flucht. Mehrfach Mord. Sie hat uns ja zurückgebracht quasi. Ist sie eine Polizistin? Ich glaube schon. Everybody stand down. Commissioner Gordon. Und jetzt taucht Batman auf. Und rettet uns. Ja. Woher will er wissen, dass ich den Diamanten habe? Vor allem wo Emily. Ich ihn habe. Here you go. Good job, Vincent. Oha, du dreckiger Pisser. Nein. I'm sorry, Leo. Du bist so ein dreckiger Hund. Lol. Okay, das ist cool. Ich ahne jetzt was. Ja, mein Bruder, hab ich doch einmal anfangen schon gesagt, oder? Nee, hast du nicht. Gut, dann ging es mir mal durch den Kopf, dass ihr beide meinem Bruder den verkaufen wolltet. Und dass er ihn dann halt umgebracht hat. Okay. Aber was hat es damit zu tun, dass er dir den Mord in die Schuhe schieben wollte? Ich glaube, das ist einfach nur so gesagt. Ja, okay. Ja, stimmt. Damit ich dir vertraue und du mir quasi... Heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it.
finally. Die hören doch mit. Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! No! 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 Gary! Gary! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Er hat einen Kopfschuss. Stay with me. Ja. Da hilft dir die Krankenwagen auch nicht mehr. Bleib bei mir, bleib bei mir. Er ist tot. Ich hätte verstanden, wenn er irgendwie so einen Brustschuss oder so. Ja, und noch was gesagt hätte. Ja. Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? You think you're funny, don't you? Warum leuchtet's da? Das ist diese Verhörlampe. Am Rand, rechts. Von dem Spiegel. Da hatte ich Regenbogen gerade Farben. Okay. Ja, vielleicht nur das Spiegel. Jetzt unten. Nö. Okay. Okay, jetzt habe ich Probleme. Yeah, I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother, my flesh and blood, and he's dead because of me. I put him in that situation. Heißt Flash. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Spotter seinen Kopf weg. Take it easy, Leo. Shut up! Du brauchst gar nicht versuchen, mich zu beruhigen, ja? Ich glaube, wir haben uns abgesprochen. You don't have to do this. You're gonna pay for this. Get in the fucking car. Go! Das wäre eigentlich der Moment, in dem wir hätten schießen können. Ja. Ich denke mal, dass wir uns vielleicht abgesprochen haben. In den letzten 10 Minuten. I fucking trusted you, Vincent! Leo, you need to calm down. Calm down! Are you serious? Oh, doch nicht. Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Leo, please. This is insane. I understand. Ich fahr einfach mal mit, ich fahr. But you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! You're nothing to me! I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat! It's over. The entire police force is after you. There's no way out of this. I swear, Vincent. One more word and I'll put you right through your body. Wir haben keine Möglichkeit gehabt. Shut up! Wenn ich sterbe, nehme ich dich mit. Okay. Die Internetverbindung ist bei mir orange. Hatte ich zwischendurch auch. Okay. Schön, wie synchron wir das dazu machen. Ja. Du bleibst hängen. Doch nicht. Du bleibst hängen. You're a dead man, Vincent!
Bentley, ich will dich am liebsten nicht verraten. Ich hätte jetzt wahrscheinlich als Zapfkopf gehalten oder so. Ich hab das Boot nicht mehr, Alter. Hör mal auf, mich abzuballern. Ich denke, du willst mir helfen. Egal. Ich kann gerade nicht weiterfahren, okay. Das ist fies! Nein! Das ist mies! Alter, ich war auf einmal gerade rechts. Ich weiß nicht, ob ich's gesehen. Ja, okay, ich schaff's nicht. Ich glaube, ich sollte es gar nicht schaffen. Ich glaube auch. Jetzt denken wir alle, du bist tot. Oder auch nicht. Hat sie sich umgezogen? Down on the right. I see him running. Okay. Set us down over there. Okay. Ich schau mal kurz nicht weg. All right. Come on, hurry. Ich will dich fangen. Warum? Weil ich dich fangen will. Nein. Okay, dann wird es halt eine längere Folge auch. Ja. I'll go this way. Alright. Das scheint auch Finale zu sein, deswegen. Ja, wir haben halt nur 50 Minuten. Doch, sie hat ihre Schutzweste angezogen. Achso, sie meint das so. Ich dachte, du hast gesagt gehabt, hat sie dich umgezogen. Nee, hat sie sich umgezogen. Okay. Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo! Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get out. You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out. Go. Leo. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! Och nee. Natürlich. Okay. Warte mal.
Also ich gucke gerade nur mal kurz auf deinen Bildschirm, ja? Ja. Warte, du bist gerade bei mir runtergesprungen. Okay. Du warst gerade bei mir da. Okay. Okay. Alter, was habe ich denn hier für einen Weg? Ich hatte die ganze Zeit auf dich drauf. Soll ich mal sagen, dass ich dich nicht mal mehr gesehen habe gerade? Ja, läuft bei dir. Du warst gerade bei mir gefühlt unsichtbar. Und ich schieße. Nichts. Auf dem Bild zu gucken, wo ich bin. Ich guck nicht auf das Bild, ich sehe dich laufen. Du bist bei mir. Okay, bleib jetzt wieder. Du bist gerade bei mir unsichtbar gewesen auf einmal wieder. Ja, ich war auf Entdeckung. Bei mir warst du unsichtbar. Ich meine, du standst da, auf einmal warst du weg. Okay. Wieder in der Hand. Weil du sie gegriffen hast, rechts von dir. Hallo, du bist hinter mir? Okay. Schön, dass wir gerade woanders sind. Ich finde schon wieder toll, dass du bei mir an der Wand warst, wo ich die ganze Zeit hingezielt habe und auf einmal hinter mir steht. Du bist auf mich zugelaufen gekommen. Ich habe dich ja gesehen. Ja, aber ich habe dich da langlaufen sehen, bin da herumgerannt und auf einmal bist du hinter mir. Das meinte ich. Achso, okay. Ich finde das Spiel gerade lustig. Da erinnere mich so ein bisschen gerade an Digimon Data Squad. Agumon gegen Matt Damon. Mann, zeigt mir doch keine Rückblende. Ich will den Typen einfach fertig machen. Oder Naruto gegen Sasuke. Ja. Das ist ziemlich hart, Naruto gegen Sasuke. Ja, du wirst 100%ig gewinnen, ich hab kein Leben mehr. Ich weiß. Wieso kriege ich von dir diese Erinnerung, wenn ich dich gar nicht kenne? Oder das ist deine Erinnerung. Ja. Komm, du musst mir noch einen Schlag geben, dann bin ich tot.
Jawohl, endlich ist diese Drecksau tot. So ein dreckiger Verräter. Oh, wir haben es aber noch Spaß gemacht und jetzt. Du hast mich verraten. Ich weiß. Als ob es auf den Unentschieden hinausläuft. Ich habe so viel Leben. Ich habe es aber abzusehen, dass es auf den Unentschieden hinausläuft. Ja. Ich glaube, wenn einer von uns vorher gestorben wäre, wäre das Spiel vorbei gewesen oder so. Oder wir hätten nochmal von vorne machen müssen. Das wäre bitter gewesen. Ja, komm! Do it! Do it! Alter! Do it! Okay, okay, ich do weiß, warum du was bedeutet, wenn du mehr Leben hast, dann bist du nämlich schneller da. Oh, ich hätte gerne die Waffe gehabt. Nein, ich nehme dich. Darf ich doch auch so, wo ich hinziehe? Ich will woanders hinziehen. Ich wollte woanders hinziehen. Ich wollte gar nicht in die Brust schießen. Okay. Also ich glaube, wenn du mehr Leben hast, desto mehr Leben du hast, desto schneller kommst du dahin. Das kann sein. Ja gut, deswegen. Gut, dann war schon mies unfair. Bei mir hat sich fast nichts, bewegt. Ich genau wie die Zehen von den Links hier hochheben. Ja, bei mir war das so ungefähr die. Nicht mal die 8, sondern eher so 7, 6. Ja, bei mir war es die 10. Ich glaube, ich hatte aber nur diesen krassen Lebensvorteil, weil ich dich vorhin weggetackelt habe. Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast mich auch einfach öfters getroffen, weil ich das halt auch irgendwo in der Hinterwand stand und ich dich nicht gesehen habe oder so. Ja, gut. Ja, und ich habe deine Deckung weggemacht. Mich ja auch teilweise. Und ich war ein bisschen zu blöd zum Treffen. Ich habe meistens die Stangen noch getroffen. Im Gegensatz zu, wenn du frei warst. Na, okay. Einfach auf die Stangen die ganze geballert. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass einer sterben muss. Ja, ich hätte mir hier gerade eine andere Entscheidung gewünscht. Ja. Wenn ich ehrlich bin. Also ich hätte mir halt auch gewünscht gehabt, wenn ich der Kopf gewesen wäre, so dann entweder, dass wir dann sagen, ja okay, geh ins Gefängnis, ich rede und dass du da halt drauf eingehst. Und dass halt beide leben am Ende und dann halt Freunde werden oder so. Also so ein bisschen wie Fast and Furious Style. Ja. Der Bart steht mir. Ja. Sie sieht aus wie ein Jude. Ich habe nicht gesagt, dass es das Schlimme ist. Es klang aber gerade so bei dir. Der Bart steht mir. Ja, sie sieht aus wie ein Jude. Das ist richtig schlimm jetzt. Ne? Als ob sie mich nicht sieht. Vor allen Dingen hält man noch ein Neugeborenes, hält man noch so warm mit einer Hand. Carol, I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises. Ich würde gerne wissen, ob es auch anders geht, dass ich gewinne quasi. Ja, bestimmt. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with.
My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Als ob das nicht auffällig ist. Nee. Ja, an sich, ich war mir nicht sicher, ob ich dich erschießen will. Ich hätte dir lieber ins Bein geschossen oder so. Oder in die Schulter. Neuer Tag. Ja. Das ist eine Aussage. So. Hey, Buddy. Hi. Hey. Linda. Are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. Okay, Leute, damit verabschieden wir uns. Das war die vorletzte Folge A Way Out. Ich würde nämlich einfach sagen, wir zeigen nochmal, wie es ist, wenn es andersherum ist. Also wenn quasi Vincent die Waffe kriegt. Auf Wiedersehen! Ja, ich muss sagen, ich fand das Ende auch sehr traurig. Mann, kannst du mal leise heulen, bitte? Danke. Tote Schweigen. ja, ich fand das Ende ziemlich traurig. Ich hätte mir am Ende vielleicht doch noch ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit gewünscht in dem Spiel. Ja, an sich finde ich das Spiel ziemlich gut. Abgesehen davon, dass wir am Ende, also in der Villa diesen Bug hatten. Das passiert nun mal. Ja, Kimski, dein Feedback? Okay, er ist ruhig, weil Tote schweigen. Finde ich gerade ziemlich gut. Das ist ein geiles Spiel. Aber jetzt halt ein bisschen doof, das Ende ist. Also wir sind beide der Meinung, dass wir ein anderes an uns gewünscht hätten. Ja.
Und es ist manchmal ziemlich aufwendig, einfach gewisse Sachen immer zu zweit machen zu müssen. Ja. Der hieß einer Dragomir. Ja, jetzt beende die Aufnahme. Okay, auf Wiedersehen, Leute.